Hallo und willkommen zurück, ihr Lieben. Ich habe heute erst die Zeit gefunden, den ersten Wochenabschluss im November zu drehen. Ich hatte viel zu tun und habe halt die Zeit nicht gefunden, wann ich das machen sollte. Ich denke aber, das ist okay so. Erstmal alle Neuen herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und danke, dass ihr mich abonniert habt. So, ja, dann glaube ich, fangen wir auch gleich an, damit wir es gar nicht so lange rumtrödeln hier. Upsi. Du darfst natürlich hier stehen, aber dich sieht man nicht so immer. Wenn ich nämlich meinen Platz brauche, musst du dich wieder woanders hinstellen. Ich glaube, ich muss dich auch zurückschieben. Ich glaube, der Tisch ist einfach zu klein. So, okay. Also hier habe ich schon mal was drüber geklebt, weil ich ja für die neue Woche schon angefangen habe und ich ja schon am Samstag einkaufen war und noch andere Sachen. Deswegen das einmal abgeklebt. Aber wir machen ja nur den Wochenabschluss 1, deswegen. Ja, und wie ihr seht, nicht so viele Ausgaben gewesen. Okay, wir fangen dann mal mit Lebensmitteln an. Ich habe das hier auch schon wieder einmal vorgetragen. Ich werde das mal so versuchen, also nicht, dass ich so eine Tabelle. Ja, so sollte das eigentlich auch funktionieren. Genau, okay, dann Taschenrechner brauchen wir natürlich auch. Und dann fangen wir mal an. Also bei Lebensmitteln hatten wir, also auch nicht viele Ausgaben die letzte Woche. Hier hatte ich ja am 28. hatte ich ja meinen Lohn bekommen. Dann war ich ja gleich einkaufen am Samstag. Ja. Aber der zweite Wochenabschluss ist viel, da ist viel passiert. So, also dann haben wir 29, 26 plus die 24. 32. Das steht schon in meinen Dings drin. Können wir dann später auch noch mal gucken. Also in Lebensmittel war eine Ausgabe von 93,58. Da brauchen wir jetzt den roten Stift. Also 93,58. Und ich hoffe, dass das diesen Monat gut klappt, dass hier nichts fehlt oder sonst irgendwas. Minus die 4. 170. Also müssten wir hier noch. Also ich werde gleich, wisst ihr, ich werde gleich die. Nee, wir machen das doch so. Genau. Also 470 minus die 93,58. Das wäre das, was wir dann noch da hätten. So, aber das müsste ich dann jetzt gleich ändern, weil ich ja hier noch das Restgeld liegen habe von Lebensmitteln. Und ich glaube, ich habe auch die 5 Euro nicht eingetragen, die eigentlich noch fehlen. Genau, wir müssen dann nochmal 5 Euro dazu rechnen. So fängt das nämlich gut an. Weil ich hatte mir da, glaube ich, nochmal 5 Euro für die Arbeit rausgenommen gehabt. Weiß ich noch nicht. Also nochmal 2,26 plus die 24,32 und plus 5 Euro mache ich nochmal dazu, dann sind wir nämlich bei 98. Sonst stimmt das hier wieder nicht. Und ich wundere mich näher, wo das Geld geblieben ist. Minus die 470. Dann müssten wir jetzt noch 371. 42 haben. Genau. Und da ich ja, das ist jetzt das Gesamtlebensmittelbudget, was ich halt noch für die anderen Wochen habe. Aber ich nehme ja immer die 120 nur mit, minus die 98,58. Müsste ich jetzt noch 21,42 haben. Hier sind die 20. Hier die 21 und
42. Und die, das sind 5. 42. Genau. Und das ist das, was dann jetzt halt mit in die Challenge wandert. Und das werde ich mir hier wieder mit notieren. 21, 42, Kleingeld. So, das heißt, wir müssten dann noch 350 drin haben, genau. Okay, da ich das Geld ja schon rausgenommen habe, müssen wir jetzt nicht unbedingt da nachschauen. Aber wir können ja, bei den anderen ist eigentlich nichts passiert, aber für die zweite Woche, da passiert hier auch an einigen. Ach hier, bei Taschengeld, ja. Da ist jetzt meine Frage. Mein Sohnemann hat sich ja überlegt, die 10 Euro zu teilen, also 5 Euro in seine Spardose und 5 Euro bar. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt die 5 Euro damit abziehen? Ich glaube schon, ne? Weil er hat ja nur noch 5 Euro bar in der Hand. Das ist jetzt die Frage. Ihr könnt mir da ja gerne einen Kommentar da lassen. Ich tue da jetzt einfach mal minus 5 Euro reinschreiben. Ja, und ich habe sowieso überlegt, dass ich Taschengeld dann als Sinking Funds 2 verwenden werde. Und wahrscheinlich wird da auch ein bisschen mehr dann reinwandern. Aber das werden wir dann im nächsten, im Dezember-Budget dann einmal sehen, ob wir das so hinbekommen. Aber das ist so mein Plan. Genau. Ja, also hier könnt ihr mir dann einen Kommentar da lassen, ob das so ist, so okay ist. Aber eigentlich hat er das ja trotzdem noch, die 5 Euro. Weil ich habe ja gesagt, wenn er Geld braucht, darf er auch das Geld aus der Spardose nehmen, wenn er das möchte. Deswegen weiß ich das nicht. Sonst ändere ich das dann nächste Woche einmal wieder um. Aber sonst ist eigentlich nichts passiert. Hier ist nichts passiert. Da ist auch nicht. Tanken ist auch noch nichts passiert. Shopping auch nicht. Bei der Tochter ist nächste Woche was passiert. Und da ist auch nichts passiert. Also sind das jetzt 5, also haben wir 103,58 Euro ausgegeben. So, genau, also hier bleiben die 20 weiterhin. Da bleiben die 10 Euro. Da sind noch die 70 Euro. Dafür 50. 20 ist noch für diese. Und Drogerie ist auch noch alles da. Also, ja, also ich werde jetzt hier mit den 350 rechnen, ne? Genau, die 350. Oder wir können das ja auch, kommt ja eigentlich dasselbe raus. Minus die 21,42 ist gleich plus die 20, plus die 10, plus die 5. Plus die 70, plus die 50, 20 und die 30. Also hätten wir genau noch 600 Euro übrig. Genau. Aber ich habe hier noch Kleingeld liegen. Ich weiß allerdings nicht, woher das jetzt ist. Ach, das ist ja... Jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, das war doch eine Ausgabe bei... doch beim Taschengeld hatte er sich da was gekauft. Ich weiß das jetzt gar nicht. Ups. Ich habe mir das auch gar nicht aufgeschrieben. Und ich war mal, habe mir so kleine Umschläge gebastelt. Da ich jetzt auch so ein, Entschuldigung, so ein Laminiergerät habe. Aber ihr seht, ich bin noch nicht gut da drin. Ja,
Das habe ich halt für meinen Sohn gebastelt. Aber da das jetzt sowieso dann in den die Singing Fans 2 wandert als Umschlag. Jo. Also ich würde sagen, er hat jetzt da die 5 Euro auch schon ausgegeben gehabt. Ich weiß allerdings nicht für was. Ich glaube, wir waren da irgendwo einkaufen und dann hat er sich doch noch was geholt. Shopping haben wir die 50, Drogerie ist 30 und auswärts haben wir 20. Ja, dann stimmt das eigentlich alles. Ja, dann hat er sich doch was ausgegeben, aber ich habe das nicht. Oder habe ich das jetzt? Ups, ich glaube, das ist für das. Für die nächste Woche. Muss einmal ganz kurz luschern. Ja, okay. Jetzt weiß ich es wieder. Für die nächste Woche. Nun habe ich schon alles vorgespoilert hier. Okay, ist nicht weiter schlimm. Ich weiß ja, dass er das ausgegeben hat. Also ich tue das Geld jetzt einfach mit in die Challenge rein. Aber nächste Woche weiß ich ja Bescheid. Habe ich mir ja aufgeschrieben gehabt. Jetzt weiß ich es. Ja, den Umschlag lasse ich dann auch gleich draußen. Das brauche ich nicht. Ja, also, das war es eigentlich schon. Online, das habe ich schon, das haben wir schon eingetragen. Können wir auch nochmal. Achso, das klebt gar nicht mal richtig. Ups. Nochmal festkleben hier. So, genau, da habe ich eingetragen. Bei den anderen waren jetzt nichts in der Woche 1. So wie ich mich. Ja, manchmal vergesse ich auch so Sachen einzutragen. Ups, ihr seht mich wieder mal nicht. So, also haben wir diese Woche nur 1,78 Euro rausgegeben. Jo. Ja, also dann würde ich sagen, wir kommen hier zu den Sparspielen, weil wir hatten ja letzte Woche nicht gespielt und das wollen wir ja dieses Mal wieder machen. So, ich glaube, ich lasse das so, dass ihr das auch so sehen könnt. Ich hoffe, das stört euch hier alles nicht. Ich habe noch nicht so eine richtige Unterlage gefunden, die mir so ein bisschen so zusagt oder die gut ist. Okay. Ja, ich habe mir schon so einen kleinen Plan gemacht. Das werde ich dann im Dezember einmal umsetzen. Also ich werde wieder zurückgehen zu den, dass jede Spar-Challenge dann eine Kategorie von mir bekommt, die ich im für die Singing Fun 2. Genau. Und ich habe mir da schon so ein bisschen was rausgesucht. Und ich werde auch wieder das Colt des Drachen wieder mit reinnehmen und die Money Street. Und habe mir da halt so ein bisschen Gedanken gemacht, was für eine Kategorie wohl am besten ist, was ich da besparen möchte. Ja. Und ich werde mir dann auch Gedanken machen, ob ich mir vielleicht nicht dann am Anfang des Monats, also wenn mein Lohn bekommt, Gedanken mache, ob ich da schon was weglege für die Spar-Challenge und dann einmal, wenn das Kindergeld kommt, mir da was weglege. Und es wird sich wahrscheinlich auch was an mein Gehalt ändern. Ja, weil die mich als ungelernt eingetragen habe und ich bin ja eigentlich gelernte Verkäuferin und ja, und das wird sich wohl dann demnächst ändern. Ich habe noch keinen Bescheid bekommen. Die sind wohl alle noch in Bearbeitung und ich hoffe, dass es klappt. Und ich weiß auch nicht, wie viel dazu kommt. Ja, erstmal so viel dazu. Aber wir werden das diesen Monat noch so machen. Was ich schaffe, bespare ich. Was nicht, dann nicht. Und nächsten Monat werden wir das, also ich habe das schon mal so vorbereitet, ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen. Also ich habe das auch mit dem Computer erstellt. Ich weiß nicht, ja, genau, so. So dass ich das dann auch nicht. Es passt nicht so ganz hier hinten irgendwie. Ja, hier sehe ich das gerade, dass das andere ist alles zu klein eigentlich.
Ja, da muss ich noch mal, oder ob ich das selber noch mal machen soll, so mit Hand oder so. Ja, ich finde das eigentlich auch ganz gut, wenn man das so am Computer, am Laptop so ausdrucken kann. Ja, so wie das die liebe Susan hat von Gemeinsam Sparen. Ja, und die gucke ich, Susan gucke ich sehr gerne und die spornt mich da auch ein bisschen an, dass ich das so machen. Ja, das tickert mich. Und die ganzen Sparspiele, die die ganzen anderen Leute so vorstellen, oh, das reizt mich schon auch. Aber ich möchte ja nicht so viel haben. Genau. Ja, fangen wir mal an, damit das Video nicht so lang wird, ne? Ich quassel und quassel schon wieder. So, also was können wir? Also ich habe ja gesagt, dass wir die 52-Wochen-Challenge und eigentlich die Rubbel-Challenge immer zuerst machen. Die Money Street und Gold des Drachen kommt jetzt noch nicht dazu. Das habe ich nur schon hier einmal mit drinnen. Genau, aber ich werde einmal das Kupfergeld weglegen, weil das brauchen wir ja nicht. So, das spare ich nämlich auch hier in mein Spardöschen, was auch schon ganz schön voll ist. Bin gespannt, was hier rauskommt. Also das wird erst eingelöst, wenn das richtig voll ist. Mal gucken. So. Also, ich guck mal, wir müssen hier jetzt auch die andere, da habe ich ja auch noch ganz viel von der letzten, von den letzten Mal. Also, ich würde jetzt mal sagen, 2,5er werden wir in die 5-Euro-Challenge tun. Dann haben wir hier ein 10er und ein 20er und ein bisschen. Also wie gesagt, ich werde erstmal mit der Rubbel-Challenge anfangen. Weil damit ich weiß, was ich da reinstecken muss. Aber auf jeden Fall 2,5er in die 5-Euro-Challenge. Okay, dann gehen wir einmal zu Rubbel-Challenge. Ups, das klebt hier. So, dann machen wir das doch hier oben einmal gleich weg. Und 8 Euro. Dann haben wir einmal. So, dann haben wir einmal 7. Und dann gucke ich mal, ob ich hier noch 1 Euro drin habe. Irgendwo 1 Euro. Nee. Also müssen wir 2 5-Sticker nehmen und dann nehmen wir auch gleich das hier. Und dann sind das 8. Ich kann ja mal gucken, was für 2, 4, 5, 2, 4 und 5. Dann tauschen wir einmal hier den 5er aus. Nun einen 5er rein. So, dann müssten jetzt 10, 15 und 17 drin sein. Und hier hatte ich mich ja letztes Mal, da hat mich auch eine liebe Zuschauerin aufmerksam gemacht, dass wir gar nicht den 9. hatten, sondern den 10. Danke nochmal dafür. So, dann haben wir heute den, ja, man auch nicht mal vorher aufs Datum guckt. Den 8. haben wir. Den 8. Den 8.11. Und da haben wir jetzt 8 Euro reingesteckt. Und 17 sollten das sein, ne? Also 17 habe ich drin, aber ich rechne noch mal. Aber das sollte doch super klappt. 17 haben wir drin. Okay. So, dann gucken wir doch mal jetzt bei der 52. Weil das sind die ich am. Also da, die zwei haben immer den Vorrang, dass ich das mache und das andere kommt dann immer später. Jo, also, 2,5er sind noch in die Challenge. Wir haben hier nochmal 2,5er. 30 haben wir schon.
So. Aber sonst könnten wir ja eigentlich. Ich versuche mal gerade jetzt zwei zu finden. Vielleicht die 28 und die 2 und dann kommt man ja auf 30. 29, 30. Ich glaube, das mache ich auch. Nee, mit was habe ich hab das mit so. Genau, dann machen wir die 28. Nicht so viel Kleingeld mit reinwandert. Und die 2. Und das sind dann 30. Und ich hoffe, ich schaffe das diesmal auch standhaft zu bleiben und nicht eher aufzudröseln hier. So. Ups. Und auch hier war der Fehler. Das war der 10. natürlich. Das war der Start. 8.11. 30 sind drinne. 7, 8 und 90. Das ziehen wir, glaube ich, mal nach. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Das haut ja schon mal hin. Und Ende diesen Monat bekomme ich ja, glaube ich, auch noch Weihnachtsgeld. Da muss ich dann auch mal sehen, was wir dann noch machen. So, also wir wollen jetzt in die 5-Euro-Challenge. Seht ihr, und ich habe das gar nicht aufgeschrieben, ne? Also 52 Wochen waren jetzt 30. Und Rubbel war 8 Euro. Genau. So, 5 Euro kommen jetzt. 2 Fünfer kommen jetzt hier rein. Ich das auch? Nee, da habe ich nicht auch geschrieben. Also 15, 15, 20, 25. So, und jetzt habe ich hier noch mal was, noch 10 Euro. Was könnte ich denn noch reinstecken? Ich habe jetzt auch die 2500 Challenge dabei. Mal gucken, wie ich das auch hinbekomme. Das sind ja dann nur 10 oder 5 Euro Scheine, 20 Euro Scheine, die wir hier reinstecken. Aber ich würde jetzt sagen, wir stecken jetzt die 10 Euro wieder in die 50-50 rein. Da habe ich allerdings die 10, aber wir könnten die 9 und die 1 machen. Dass wir da einmal. Also die 9 und die 1. Und dann haben wir da auch nochmal 10 drin, ne? Genau, und das habe ich mir hinten aufgeschrieben. Ah, ich brauche den blauen. Das war natürlich auch der 10. Und heute ist der 8. Und plus 10, dann haben wir 20. Und ich habe mir halt so Kategorien überlegt, wo ich halt nicht immer was ausgeben muss. Genau wie Weihnachten und Geschenke, was ich dann halt über das Jahr dann halt so ein bisschen besparen kann und dass es ein bisschen mehr wird. Und Weihnachten, genau. Weihnachtsumschlag, das ist mir zu wenig, aber wenn jetzt das Weihnachtsgeld kommt, kommt vielleicht da ein bisschen mehr noch rein.
Und ja, und den Rest werde ich wahrscheinlich dann noch in Kleidung backen, weil da brauche ich was. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich vielleicht Kleidung auch einer Spar-Challenge hinzufügen soll. Aber da bin ich noch nicht so schlüssig, weil ich das ja auf dem Konto habe. Also ja. Das, ja, ist schwierig, schwierig, schwierig. Ihr kennt das bestimmt alle. Genau, also ich habe jetzt alles eingetragen. Da kommt jetzt noch mal 10 rein. Könnt ihr mir gerne mal Kommentare da lassen, wie ihr das findet. Ich habe das, glaube ich, schon letztes Mal auch so gehört von einer Zuschauerin, dass sie das auch so macht und dann später, wenn das voll ist, dann halt in die Singing Fans 2 einsortiert. Ja, aber ich werde erstmal warten, bis sich da was tut an mein Gehalt. Ob ich da vielleicht doch ein bisschen mehr bekomme. Und wir werden das dann sehen. Wir rechnen das mal kurz noch aus hier, was wir diese Woche da reingesteckt haben. Plus 8, plus 10 und plus 10. Also 58 Euro. Ja, also das ist so mein Gedanke, den ich dann halt nächsten Monat umsetzen möchte, dass ich das halt dann am Anfang des Monats mir irgendwie ein bisschen Geld zurücklege für die Spar-Challenge dann. Ob das so aufgeht, weiß ich noch nicht. Ja, aber ihr seht, ich bin jetzt erstmal so zufrieden. Ich bin auch zufrieden mit meinem Portemonnaie erstmal, dass ich nicht immer umtauschen tue. Ja, also, sonst war es das jetzt alles. Ach so, wir könnten ja hier noch mal ganz schnell, was hier schon alles abgegangen ist. Das mache ich, glaube ich, mal in Rot. Also, Otto ist weg. Parkhaus ist auch weg. Klarna ist auch weg. Das wird jetzt demnächst abgebucht. Hier mache ich einen Punkt, da muss ich demnächst 50 Euro überweisen. Die Sparkassenlose auf jeden Fall sind schon weg und das ist auch weg. Genau, ich habe da jetzt auch überlegt, ob ich Entschuldigung, also diese 50 Euro aufteile. Wir haben ja noch dieses von der Haspa, so ein Haspa Kinderkonto für meinen Sohn gehabt von Anfang an bis jetzt. Und da überweise ich halt mit meinem Mann immer 50 Euro, also 100 Euro insgesamt. Und ich bin da jetzt am Überlegen, ob ich das vielleicht einmal splitten soll und vielleicht 30 Euro halt auf das Bankkonto gehen und 20 Euro halt dann in seinen Umschlag, was ich in die Singing Funds 2 dann besparen möchte. Und davon soll, kann er sich dann immer was aussuchen, wenn wir einkaufen gehen, ob er sich da was rausnimmt an Geld oder ja, da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich das machen sollte. Alles so schwierige Fragen und ja, genau. Also so soll es eigentlich. Das soll erstmal alles gewesen sein. Jo. Bei den zweiten Wochenabschluss wird dann ein bisschen mehr sein, ein bisschen mehr Ausgaben und so. Aber ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Genau, also dann würde ich jetzt sagen, habt einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann zum zweiten Wochenabschluss. Und lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich doch gerne und ja, dann sage ich mal, schau Kakao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.